spirits, they need none of those things. Und Spirits brauchen keine dieser materiellen Sachen, überhaupt nicht brauchen sie das. What they need only one thing. Die brauchen nur eine Sache. That we call it purification. Und das nennen wir den Aufstiegsprozess oder eine Art Reinigungsprozess. Also wir können dazu einfach Aufstieg sagen. The proper word, it's a higher level of vibration. Und um da genauer das zu beschreiben, die streben nach einem höheren Schwingungsebene, also nach einer höheren Schwingung, nach höheren Vibrationen, um die zu erreichen. The spirits work in this way. Und die Spirits arbeiten auf diese Art und Weise. Why they are with us. Und deshalb sind sie hier, begleiten uns. If they do something wrong when they are in matter. Also wenn die die Spirits zum Beispiel in einem Körper hier reinkarnieren auf der Erde und tun etwas nicht Rechtes oder Falsches, Unrechtes oder Falsches, they talk to us in our inner self. Dann reden diese Spirits dann zu uns im inneren Gespräch oder in uns selber, ja. Wir verhalten Zwiespalt zwischen uns selber. So if you listen to your inner self, also wenn wir auf unsere innere Stimme dann hören, that we call it conscious, welche wir dann Bewusstsein nennen, it's good for you and it's good for them. Ist es gut für uns, weil das uns Vorteile bringt, aber es ist auch gut für die Spirits, weil es auch Vorteile für die Spirits bringt. Which is always give and take. Es ist immer ein Geben und Nehmen. That is part of the balance. Und das ist einfach eine ausgeglichene Balance zwischen Geben und Nehmen. So it means, when the spirits do something for us, they get higher. Closer to the higher vibration they want to reach. Exactly. Also wenn die Spirits etwas für uns tun, erreichen sie damit im Prinzip, dass sie der höheren Schwingung sich nähern. Also sie erreichen eine höhere Schwingungsebene dadurch. To give you an example, if I am in my life, I am a little bit naughty. Also zum Beispiel, gibt jetzt einfach ein Beispiel in dem aktuellen Leben, wenn er ungezogen war und irgendwas Unrechtes getan hat. And there's a spirit, I choose you, and I was behind you. Und dann verstirbt er und kommt als Spirit praktisch zu mir und begleitet mich in meinem Leben, als mein Spirit dann. And my duty is to talk to you. Und seine Aufgabe ist, zu mir in dieser inneren Stimme zu sprechen. And you're gonna do something naughty. Und ich tue etwas Ungezogenes oder Unartiges, so wie er es früher getan hat. My duty is to tell you don't do it. Dann ist es seine Aufgabe als Spirit, mir zu sagen, du pass mal auf, tu das lieber nicht, es ist nicht gut für dich. So if you listen, also wenn du oder ich, wenn du dann zuhörst, der inneren Stimme zuhörst, it's good for you that you do nothing wrong. Es ist gut für diese Person, für mich, gerade im Leben stehend, dass ich nichts Falsches tue, weil ich davon gewarnt werde, das zu tun. And it's good for me because you give me a higher vibration. Und es ist gut für den Spirit, weil er eben, er kriegt dann höhere Schwingungen, die er eben braucht, um eine höhere Schwingungsebene zu erreichen. Obviously, at the moment we are speaking just in briefly, because there is too much to speak about those things. Also im Moment sprechen wir nur ganz grob darüber, weil es einfach sehr, sehr viele Sachen darüber zu sagen gibt und dafür reicht die Zeit hier nicht. Okay. Eine andere Frage, Dennis. Ich habe gehört, dass du Spirits erlauben kannst, deinen Körper zu benutzen. Wie soll ich mir das jetzt so vorstellen? So wie im Film Ghost nach Rick von Sam und da kommen irgendwie Geister und sprechen über deinen Körper oder wie soll es dann gehen? Dennis, I have heard that you can give the right to the spirits to use your body. And what is this about? So is it kind of like the movie Ghost and I will receive a message from Sam when I talk to you, or how does it work? Miller, the truth, I saw that film, the movie of Ghost. Also er hat einen Film of Patrick Ghost, Nachricht von Sam von Patrick Swayze gesehen. But at least it came out a lot of good things from that movie. Also in dem Film wurden sehr, sehr viele gute Sachen angesprochen. And the reason is because at least they showed the distance.
Und das, eine der guten Sachen ist, dass die den Abstand zeigen. What kind of distance? Was für ein Abstand? Between the porter guides, Die zeigen den Unterschied zwischen like Poltergeistern. Sam was a porter guide. Ja, da war irgendeiner, der Poltergeist gewesen ist. The earthbound spirits Dann gibt es die erdgebundenen Spirits and peri spirit before a spirit. und die Vorstufe von dem Spirit. Also das wird alles in dem Film so gezeigt und das findet er gut. And the spirit when it's walking the light. Und natürlich, wie die Spirits dann in das Licht gehen und die höhere Schwingungsstufe oder Ebene erreichen. But the truth, there is many type of spirits. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten des Spirits. Like in here, there is many type of humans. Like hier auf der Erde gibt es verschiedene Arten der Menschen und es gibt dann verschiedene Arten des Spirits. Okay, but how? No, you just thought there's difference Kind of in the spirits. spirit. Also du hast gerade gesagt, es gibt verschiedene Spirits, aber wie soll ich mir das jetzt vorstellen, dass du ihnen erlaubst, deinen Körper zu benutzen? Also how should I imagine that you allow them to use your body? You know, how does it work? It's work. First of all, I have to give them the right to use my body. Also als erstes gibt er ihnen das Recht, seinen Körper zu benutzen. And I have to ask if they want to. Und er muss natürlich fragen, ob sie das auch wollen. Because if it's something, let's look like an agreement. Es ist sowas wie sozusagen ein Vertrag oder ein Abkommen zwischen beiden. You never allowed a spirit use your body. Without knowing. Also, man darf niemals erlauben, einem Spirit deinen Körper zu benutzen, ohne dass man das weiß. Also, das darf nicht passieren. Because that can be like a walking spirit. Und dann, wenn es mal passieren sollte, dann ist es wie eine Besetzung. Also, der Geist geht in dich rein und dann nennt man das Besetzung, wenn es eben ohne diese Erlaubnis passiert. And sometimes they can be even a possession. Und ja, eben sagt er, es kann also nicht nur, dass der Geist dann in einen reingeht, sondern es kann damit enden, dass es sogar eine Besetzung ist von dem Körper. So that's why you have to like make an agreement to be in the beginning. Also deshalb muss man am Anfang dieser Prozedur einfach mal ein Abkommen treffen zwischen beiden. And you have to be aware very much because you cannot trust. Und man muss sich sehr genau dessen bewusst sein, was man da macht, weil offensichtlich mit dem Vertrauen, man kann da nicht einfach so vertrauen, da muss man sich wirklich sehr vorsichtig sein mit der Geschichte. Sometimes I, through my experience, I have spirits they want to use my body, but I don't allow them. Manchmal gibt es in seinem jetzigen Schaffen und was er da macht, gab es schon Spirits, die seinen Körper benutzen wollten, aber er hat es ihnen nicht erlaubt. Obviously, you don't allow them because you have doubt of something or Also, er hat es nicht erlaubt, weil er wohl Zweifel gehabt hat an irgendwas. so it's better you take care now. Also, man muss wirklich aufpassen. Aber wie funktioniert das Ganze? Also, du erlaubst es und dann, was passiert dann? How does it work? Because you allow and then they're using your entire body, your brain, your mouth, your talk, speech. Benutzen die dann komplett Körper, Geist, Seele, No, dein Mund, Ohren, alles? Wie funktioniert das? I never allowed to use my mind. Also er erlaubt niemals seinen Geist zu benutzen, nur seinen Körper. I just allowed to use my body. Er Just erlaubt nur seinen Körper control zu benutzen, ja. themselves. If you have to do that way, you have to go in a trance. Und dann muss man eben, wenn man das so macht, muss man in Trance gehen. Und wie sieht es dann aus? Was sehe ich, also wenn ich jetzt als Kunde zu dir komme, was kann ich dann sehen? When I, for example, as a customer, will visit you, do a session with you, and what will I see, you know, or hear, or whatever? Obviously, those things happen when you have a client in front of you and they want to see the spirits. Also, diese Sachen bietet er an oder können dann passieren, wenn ein Kunde von ihm das wirklich auch will, dann erlaubt er es auch mal, dass der Spirit in seinen Körper geht. But obviously, before I do the, give the right, Also, bevor aber da dem zustimmt, I ask my guide if it's safe for me. fragte seinen eigenen Spirit, seinen Guide, wo ihn hier leitet, ob das auch sicher für den Dennis ist. And if I'm sure through my guide that I am safe, Also wenn es für ihn selber sicher ist und sein Guide ihm das bestätigt, dass,
in diesem Fall das sicher für ihn wäre. Then I will give them the right. Und dann gibt er das, das Recht. Und wie sieht es dann aus? How does it look like? Depends. Sometimes when you give the right to use your body and not your mind. Also, es ist unterschiedlich. Manchmal, wenn du eben erlaubst, deinen Körper zu benutzen, aber eben nicht den Geist. Through my experience, I have sometimes 3-4 people in front of me. Dann hat er 3-4 Leute da, die deinen Körper benutzen, who using your body. And no, in front of me, like I have 3-4 people. Also er hat plötzlich 3-4 Leute vor ihm, wo dann im Prinzip gerne seinen Körper benutzen and wollen. Who would like to use your body? Yes. And, okay. And those people, they see different faces in me. Oh, so you mean those several like, people are your clients? So sometimes yes. You have two, three clients, and they see and their clients see different faces in your face. Yes. Okay, er hat gerade erklärt, dass er im Prinzip da, wo er gesagt hat, er hat mehrere Leute vor sich, er hat Kunden gemeint. Also er hat im Prinzip 1, 2, 3 Kunden zum Teil vor sich. Und diese Kunden sehen dann in seinem Gesicht andere Gesichter. What kind of faces? Welche Gesichter sehen die dann? Most of the time they see the people that they want to see. Also in meisten Fällen sehen dann diese Kunden von Dennis die Gesichter der Leute, die sie sehen wollen. Also die Spirits, welche diese Kunden dann auch begleiten. But I always make it clear that they don't condition their minds. Aber er macht es immer ganz deutlich, die sollten sich damit nicht beeinflussen lassen. Also es ist zwar schön, etwas zu sehen, aber man sollte sich dann wirklich auch nicht davon beeinflussen lassen. Because if you condition your mind, you can imagine it. Wenn man sich davon zu sehr beeinflussen lässt, kann man sich Sachen auch vorstellen dann. So that is it's not something clear. Und dann wird die Sache etwas undurchsichtig. So I trained even my clients in front of me in a very short time. Also er gibt diesen Kunden immer eine kurze Einweisung, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollten, damit es eben zu dieser Verwechslung und diesen verschiedenen Sachen nicht kommt. Okay, thank you. Danke. Du kennst dich auch mit der Aura aus und aus welchen Teilen sie dann besteht. Kannst du mir darüber noch etwas erzählen? You're familiar with the aura as well and their components. So could you please explain me something a little bit more about this topic? Mila, obviously, like I say, if I'm seeing the spirits. Also, wenn er sagt, er sieht die spirits. The aura, it's much more thicker energy. Ist die Aura sogar noch eine mehr verdichtete Energie als die der Spirits. Especially the first and the second layer of the aura. Und ganz besonders der erste und der zweite Schicht, die erste und die zweite Schicht der Aura sind sehr, sehr hochenergetisch, sehr dichte Energie. So, it's very easy for me to see the aura as well. Und es ist sehr einfach für ihn, als dann die Aura zu sehen. And the aura changes through our thoughts from time to time. Und Aura kann sich ist zeitlich abhängig, also es kann sich ständig ändern und die ändert sich durch unsere Gedanken und kann sich eben von einem Augenblick zum anderen auch verändern, allein durch unsere Gedanken. Mella. Ja. Okay. There is a lot of things to speak about aura, if you want to know about aura. Also, es gibt viele, viele Sachen, die man auch über Aura sagen kann, aber das würde den Rahmen hier übersteigen. Also, es gibt noch viel, viel weitere Informationen darüber. Okay, Dennis. Ich weiß, du kennst dich auch mit der Reinkarnation aus. Was hat es damit auf sich und kannst du bitte erklären, wie das dann vor sich geht? So, I know you're aware about the reincarnation as well. So, could you maybe explain more exactly to me what this is about and can you please explain as well how this works in detail? Mila, how this works in detail, at least in briefly, because okay, yeah. We have time limit. Time is very limit. With the first breath that the baby took. Also mit dem ersten Atemzug, welches das Baby macht, und er erklärt es einfach nur im Kurzen, weil einfach wir die Zeit nicht haben.